بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، Wir sind immer noch mit dem Buch العربية بين يديك mit dem ersten Teil mit der sechsten Lektion, الدرس السادس. Und hier haben wir الأصوات وفهم المسموع. Al-Aswat heißt die Stimmen. Wa fahm, das Verstehen, al-Masmu', was man hört, das Gehörte. Awalan, al-Aswat. Und hier haben wir das Wort Kha. Istami' wa a'id. Also wir sollen hören und wiederholen. Deswegen, ich sage es und du kannst das, oder ihr könnt es dann mit der stummen Aufnahme oder mit dem stummen Mikrofon wiederholen. Khalid, Khalil, Khawla, Khadija, Bakhir oder Bikhair, Bikhair. Und alle sind Namen außer das letzte. Bikhairin heißt gut. Kaifa haluka, wie geht's dir? Bikhairin, walhamdulillah. Gut, alhamdulillah. Und dann gehen wir zum Tadribu Thani, Istami' wa A'id. Hier haben wir auch ein paar Wörter. Wir fangen rechts an. Hier. Und hier haben wir den Kha, zum Beispiel Kharra, Khabir, Khusuf, Khana, Khawiya. Natürlich, was das bedeutet, ist jetzt ein bisschen schwierig. Also auch wenn wir das lernen würden, weil wir das nicht viel benutzen werden, werden wir das schnell vergessen. Deswegen bleiben wir nur bei der Aussprache. Und hier Kaf, Karra, Kabir, Kusuf, Kana, Kawiya. Und bei dem K müssen die Deutschen wirklich richtig viel aufpassen, weil wie soll ich sagen, das Vernachlassen von Kaf auf Qaf ist gewaltig, weil, oder umgekehrt, wenn du zum Beispiel einen Qaf zum Kaf machst, kann es zu etwas sehr Gewaltigem, zu etwas sehr Großem machen. Dazu sagt man öfters eine Geschichte, ich sage sie mal hier, und zwar gab es ein Mädchen, die einen Jungen geliebt hat, und dieser Junge war Araber, sozusagen. Und sie wollte eben sagen, du bist mein Herz. Und sie hat das dann auswendig gelernt. Und das Eigentliche heißt, Enta Qalbi, du bist mein Herz. Aber weil sie es nicht aussprechen konnte, hat sie anstatt Qalbi, Kelbi gesagt. Und das wurde dann vom Herzen zum Hund. Deswegen muss man richtig viel aufpassen. Also Kaf, Karra, Kabir, Kusuf, Kana, Kawiya. Das ist am Anfang. In der Mitte sieht das dann eben so aus und wird auch normal ausgesprochen. Nachira, Machara, Fichach, Nachir, Mukharram. Und das Kaf in der Mitte, Nakira, Makara, Fikak, Nakir, Mukarram. Am Ende, Facha, Messacha, Sacha, Mesluch, Nessacha. Und den Kaf am Ende, den Kaf am Ende, Fekka, Messaka, Saka, Masluk, Nesaka. Okay. Dann gehen wir zum Tadrib al-Thalith. Und hier haben wir zum Beispiel Versen. Wie zum Beispiel hier bei Surat al-Duha. Walal akhiratu khayrul laka min al-ula. Oder die nächste.
الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. Die nächste. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. فاعبد الله مخلصا له الدين. يخلقكم في بطون أمهاتكم يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. Und das ist auch die Besonderheit der arabischen Sprache, dass du dein Arabisch durch den Koran verbessern kannst. Also es gibt einige, die haben zum Beispiel die Wörter auswendig gelernt, die im Koran erwähnt werden. Und so konnten sie dann die arabische Sprache besser aussprechen, besser reden. Und eigentlich einer, der wirklich die arabische Sprache lernt, hat diese Möglichkeit, dass er alle anderen Sprachen aussprechen kann. Weil die meisten Wörter oder die meisten Töne, die im Arabischen sind, kann man dann in den anderen Sprachen benutzen. Bis hier irgendwelche Fragen? So, dann fangen wir mit der nächsten Seite an. Und zwar, التدريب الأول استمع ثم ضع علامة صح. صح heißt richtig, في المربع المناسب. Natürlich, das sollte dich am Anfang des Unterrichts erinnern, dass egal welches Wort, das du nicht wusstest, versuch es aufzuschreiben. Auch wenn du es schon einmal geschrieben hast, aber wenn du merkst, ich habe es nicht auswendig gelernt oder ich wusste es gerade nicht, dann schreib es trotzdem, damit du es auswendig lernen kannst, damit es in deinem Kopf bleibt. Jetzt hier müssen wir dann eben hören, und danach eben das richtige Bild ankreuzen. Wie wir hier sehen können, ich mache das ein bisschen größer. Wie wir hier sehen können, haben wir Nummer 1 zum Beispiel. Und dann müssen wir zwischen dem Student und dem Arzt zum Beispiel wählen. Bei Nummer 2 zwischen dem Lehrer und dem Ingenieur. Bei 3 zwischen der Frau und dem Ingenieur oder der Ingenieurin, glaube ich. 4 dem Lehrer und die Lehrerin. 5 der Ingenieur oder der Arzt. Die Studentin, also eigentlich Schülerin, aber er wird, glaube ich, Studentin sagen. Und dann nachher der Frau. Gibt es da irgendwie Fragen oder so, bevor wir anfangen? Was heißt Frau auf Arabisch? Ehrlich gesagt, ich weiß noch nicht ganz genau, was die da sagen werden. Aber von dem, was du sagen, also was die sagen werden, werden wir, glaube ich, inshallah unterscheiden können. Wenn wir es nicht unterscheiden können, dann sage ich es dir trotzdem, okay? Okay, inshallah. So, dann fangen wir an. التحية والتعارف الدرس السادس ثانيا فهم المسموع التدريب الأول استمع ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب واحد طبيب اثنان مهندس
ثلاثة طبيبة أربعة مدرس خمسة مهندس ستة طالبة Okay. War das einfach? Ja. Okay. Was war Nummer eins? Talib, Student. Hat er Talib gesagt? So habe ich es verstanden. Hat er Talib oder Tabib gesagt? Ja, Tabib. Tabib. Okay, Nummer zwei. Kannst du es vielleicht nochmal wiederholen? Okay, dann wiederholen wir das nochmal. Wird aber ein bisschen schwer sein. Die Okay. واحد طبيب اثنان مهندس ثلاثة طبيبة أربعة مدرس خمسة مهندس ستة طالبة التدريب اوكي War das jetzt einfacher? Was heißt Talib nochmal? Talib heißt Student, aber er hat nicht Talib gesagt. Am Ende habe ich Talib verstanden. Taliba. Ach so. Ja. Also Nummer eins. Tabib, das war Arzt. Ja. Nummer zwei war? Mohandes. Genau, also Nummer zwei, also links. Ja. Bei Nummer drei. Links. Links oder rechts? Er hat gesagt Moderisa. Links, Lehrerin. Du meinst rechts, weil ich glaube nicht, dass... Ja, rechts, genau. Ja. Okay. Nummer vier. Links. Also das hier? Wie bitte? Das, wo ich jetzt den roten Licht habe, das rote Licht. Ist das auch eine Motorisa? Genau, das ist Mudarrisa und das ist Mudarris. Hat er jetzt Lehrer oder Lehrerin gesagt? Ich habe es akustisch nicht verstanden, also als er das aufgezählt hat. Okay, ich vermute, ja, Mudarris. Mudarris, also Lehrer. Also da, wo jetzt gerade mein Licht ist. Und Mohandes? Genau, also hier. Ja. Und bei Nummer 6? Ja, Tabiba. Taliba. Talib, ja. Also, die Studentin. Okay. Dann gehen wir runter. Nein. Beim Zoom ist es immer problematisch, wenn man runtergeht. Weil man dann plötzlich die Seite umtauscht. Okay. So, jetzt gehen wir runter. Und hier müssen wir auch hören. Das Gleiche. Wir haben dann die Bilder. Wir müssen, glaube ich, zwischen Ech und Ucht unterscheiden. Also Bruder und Schwester vielleicht. Und dann nachher Lehrerin oder Lehrer. Oder Ingenieurin. Ich mache mal den Spotlight, damit ihr das sehen könnt. Also hier zwischen Bruder und Schwester vielleicht.
Und dann hier Lehrer und Lehrerin. Ingenieur, Ingenieurin. Ärztin. Und dann vielleicht hier auch Bruder oder so. Student, Studentin. Und dann hier etwas Weibliches und hier etwas Männliches. Also je nachdem, was die sagen werden. Aber man wird unterscheiden können zwischen weiblich und männlich. Okay. Natürlich, wenn es nicht deutlich sein wird, werden wir es nochmal wiederholen. Bereit? Ja. استمع ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب واحد هذا أخي اثنان أنت مدرس ثلاثة طالبة أربعة هو صديقي خمسة هي طالبة ستة هذه صديقتي Okay. War das verständlich oder gab es da Probleme? Ja, es war verständlich. Okay. Was ist Nummer 1 gewesen? Das rechte Bild. Genau. Genau hier. Und Nummer 2? Moderis. Das rechte Bild. Okay. Dann hier. Links, Mohandisa. Okay. Nummer 4. Links, Tabib. Links. Okay, wir lassen es jetzt. Wir lassen es jetzt bei links. Wir gucken dann nochmal. 5. Links, Talibe. Okay, und 6? Rechts, Sadiq. Genau. Wir schauen nochmal. Ich versuche mal diese. Tabib. Arba. Mudarris. Fünfe. Mohandis. Das ist noch vom ersten. Sitte. Talibe. التدريب الثاني استمع ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب واحد هذا أخي اثنان أنت مدرس ثلاثة طالبة أربعة هو صديقي خمسة هي طالبة ستة Okay. Also beim letzten haben wir es falsch gesagt. Beim sechsten war das. Hadihi sadiqati. Und beim dritten war es Lehrerin? Nein. Taliba. Da hat sie gesagt Taliba, Studentin. Ach so, ja, stimmt. Beim fünften hat sie gesagt, hier Taliba. Da hat sie einfach nur gesagt, sie ist Studentin. Ja. Okay. Gibt es noch Fragen hier? Nein, keine Fragen. Okay. Dann gehen wir zur nächsten Seite. Hier müssen wir auch hören. استمع ثم ضع الرقم في المربع المناسب. Also leg die passende Nummer. Ich glaube, wir müssen hier ordnen, oder? Ja, es kann sein, dass wir hier ordnen müssen. Wir hören erstmal und nachher versuchen wir dann, also wir hören zweimal. Wir hören erstmal. ثم ضع الرقم في المربع المناسب واحد أنا من سوريا هل أنت سورية؟ نعم أنا سورية
اثنان السلام عليكم وعليكم السلام اسمي محمد ما اسمك ثلاثة كيف حالك بخير والحمد لله وكيف حالك أنت بخير والحمد لله أربعة هذه أختي هي طالبة أهلا وسهلا هذه صديقتي هي طبيبة أهلا وسهلا التدريب الرابع Okay, war es verständlich für dich oder wiederholen wir nochmal? Verständlich. Aber ich habe mir jetzt nicht alles eingeprägt. Okay. Kannst du mir dann wenigstens sagen, was du so lösen konntest? Wo ist Nummer 1? Ja, oben rechts. Ja. Warum? Frage ich mal so. Ich wurde nicht über Frauen geredet. Okay, aber unten links ist auch über Frauen. Aber ja. Ich glaube, deine Antwort war eher Bauchgefühl. Habe ich das wohl verwechselt. Okay, beim Anfang ist es immer ganz normal, dass man sowas falsch versteht oder dass man ein bisschen Schwierigkeiten hat. Das hat jeder bei einer Sprache. Deswegen, wir hören nochmal. Aber ich habe extra gefragt, wie deine Antworten sind, damit ich gucken kann, was du so verstehen könntest, was nicht. Damit beim zweiten Gespräch, damit ich achten kann oder dir ein paar Tipps geben kann, wo du achten sollst. Deswegen, du hast gut geachtet, dass es über Frauen ging, also dass Frauen geredet haben. Das bedeutet entweder Elif oder Del. Aber man hat extra, bei dem letzten Bild hat man Surya geschrieben. Das bedeutet, es wird irgendetwas über Syrien geredet. Und das musst du aufpassen, damit du es unterscheiden kannst. Ja. Und genauso bei den Männern, Pakistan, haben die extra geschrieben, damit du unterscheiden kannst zwischen in einem Dialog, wo nicht Pakistan erwähnt wird, und beim anderen, wo Pakistan erwähnt wird. Dann hören wir nochmal. Aber versuch mal bitte den Mic auszuschalten, während ich Ton öffne. Walhamdulillah. Ismi Muhammad. Wahid. Wir fangen von hier an. Khamsa. Hiya Taliba. Das ist noch vom ersten. Hadihi Sadiqati. At-Tadribu Thalith. So. Istama'a. ثم ضع الرقم في المربع المناسب. واحد. من أين أنت؟ أنا من سوريا. هل أنت سورية؟ نعم، أنا سورية. اثنان. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي محمد. ما اسمك؟ اسمي علي. ثلاثة. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. أربعة. هذه أختي. هي طالبة. أهلا وسهلا. هذه صديقتي هي طبيبة أهلا وسهلا التدريب الرابع Okay, also ehrlich gesagt, unter den Männern kann man das gar nicht unterscheiden, weil beim ersten war es eigentlich nur Salam und wie heißt du und wie geht's dir. Deswegen konnte man gar nicht unterscheiden, was jetzt genau ist. Allahu alam. Aber bei den Frauen konnte man das unterscheiden. Konntest du es unterscheiden? Ja, das konnte ich. Okay. So, Surya, die Nummer 1. Das letzte ist
Ja, die anderen Frauen, die Freundin. Du meinst Dell, also das letzte Bild unten links, ist das erste Gespräch gewesen. Ja, genau. Genau. Und Elif war dann eben das letzte Gespräch. Ja. Okay. Dann gehen wir runter. Hier haben wir Tadrib al-Rabi, hör die Frage. Dann leg die Nummer in den passenden Viereck oder Kasten. Wir haben Elif. Ich mache mal den Spotlight. Hier haben wir Elif. Da wird etwas über Syrien geredet. Und dann Mba. Das ist ein Student. Das sollte ein Student sein. Und dann haben wir Jim über Pakistan. Und dann hier eine Ärztin, soweit ich mich erinnern kann. Und dann hier Türkei, Türkiye, Wahona und hier Mısır. Bist du bereit? Ja, das bin ich. Okay, dann hören wir inshallah. استمع إلى السؤال ثم ضع الرقم في المربع المناسب. واحد، هل هذا طالب؟ اثنان، هل أنت مصري؟ ثلاثة، هل هذا تركي؟ أربع، هل هذه طبيبة؟ خمسة، من أين أنت؟ ستة، هل أنت باكستانية؟ Okay. Konntest du etwas lösen? Ja, ich habe alles gemacht. Okay. Was ist Nummer 1 gewesen? Der Student. Okay, also da. Ja. Ja. Okay, und dann Nummer 2. Wer kann das nehmen? Wow. Wow, und das, super. Und dann Rakan Selata, Nummer 3. Hä? Ja, und das, Rakan Selas ist das. Rakan Arba, Nummer 4. Dell? Dal, und das, Rakan Arba, Rakan Khamsa, Nummer 5. Elif. Okay, das ist Hamza und dann Sitta. Ist Jim. Jim. Super. Okay, hast du bis hier irgendwelche Fragen? Nein, keine Frage. Okay, dann bleiben wir hier inshallah stehen, weil wir sind fertig und dann kommt die siebte Lektion. ربنا عافنا واعف عنا واحفظنا بأسرار الفاتحة